Ja, in Anbetracht der Todes- und Krankheitsfälle der letzten Periode dachte ich mir, wäre es vielleicht angemessen, ein bisschen über diese Dinge zu sprechen. Liebe war auch ein Vorschlag. Vielleicht kann ich auch die Liebe noch irgendwo da einflechten. Wer weiß. Also ich habe keine Ahnung, wo das heute Abend hingeht. Aber immer wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll oder wo es hingehen soll, ja, braucht man sich nur so auf die Kernlehre zu berufen. Das hat der Buddha gesagt, das ist diese Welt, Charakteristika dieser Welt, nicht nur dieser Welt, jeder Welt. Charakteristika des Daseins sind Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst. Die Tatsache, dass all das, was wir für mein Erachten, für ich erachten, für unser Selbst erachten, tatsächlich weder mein ist, noch ich bin, noch mein Selbst ist. Vergänglichkeit an der Oberfläche sehr einfach. Alles ist vergänglich, alles ist im Fluss, alles bewegt sich. Haben alle Philosophen und Dichter ihr Liedchen drüber gesungen. Aber verstanden haben es wahrscheinlich davon die wenigsten. Leiden, die Sache, wo wir ständig vor weglaufen, auch eine Sache, die eigentlich offensichtlich sein sollte, aber eben auch nur an der Oberfläche wirklich offensichtlich ist. Und vielleicht gerade aus dem Grund, dass wir ständig davor weglaufen und nie so richtig hingucken. Ja, und dieses Mysterium des Nicht-Selbst, schon irgendwo ein bisschen komplizierter. Ist wahrscheinlich keiner so vermessen, so schnell zu sagen, ja, das habe ich verstanden. Weil es ja wirklich ans Eingemachte geht. Ich bin oder ich denke und darum bin ich. Die Illusion oder die Annahme zu sein, etwas zu sein, das sein zu wollen. Ja, und immer wenn dann in unserer Umgebung jemand stirbt oder jemand krank ist, dann rücken die Dinge schon so ein bisschen näher. Immer wenn uns Dinge verloren gehen, getrennt werden von Dingen, die uns lieb sind, rücken diese Dinge ein Stückchen näher, aber nie wirklich nah genug, weil wir haben einfach diese unglaubliche Kraft in uns, diese Dinge doch immer wieder von uns abzuwehren. Also diese fantastische Fähigkeit, ja, eben diese Dinge immer nur da draußen zu sehen, zu beobachten. Beinahe objektiv. So jemand stirbt, musst du eben noch dran denken an ehrwürdige Panyabhuto, ein Mönchsfreund von mir. Das war für mich eigentlich so das erste Mal schockierend eigentlich. Also, weil rückte, obwohl wir nicht so und uns nicht so nahe standen, doch schon irgendwo ein Stück weit näher, weil er war schließlich auch Mönch. Klar waren auch andere Mönche in der Vergangenheit gestorben unter verschiedenen Umständen. Aber so jemand wie er war sehr jung, gerade irgendwo so, weiß gar nicht, Ende 20, Anfang 30, einfach ohnmächtig geworden, hingefallen, sich beim Hinfallen, Genick gebrochen, tot. Ja, und der Buddha hat gesagt, diese drei Dinge, die in unserer Existenz oder in jeder Existenz vorzufinden sind, sprich die Tatsache, dass alles vergänglich ist, deswegen grundsätzlich alles ausnahmslos leidhaft ist, allein aufgrund der Tatsache, dass es vergänglich ist, kann es niemals was anderes als Leiden sein, nach dieser Definition. Und somit entziehen sich die Dinge unserer Kontrolle. Das heißt, wir haben keine Kontrolle über diese Dinge. Aber es ist gerade diese Illusion von Kontrolle, die uns eigentlich davor bewahrt, wirklich genau hinzuschauen. Nicht selbst heißt, die Dinge gehören uns nicht. Aber dadurch, dass wir diese Dinge vermeinen, diese Dinge zu uns machen, zu unserem Eigentum machen, als unser Selbst erachten,
brauchen wir diese Illusion von Kontrolle. Und wir versuchen, diese Kontrolle ständig auszuüben und sind eigentlich nur sehr selten gewillt, diese Kontrolle aufzugeben. Und wir sehen es immer wieder. Jetzt habe ich irgendwie mal wieder Zahnschmerzen und ja, musste mich so beobachten, weil ich meine, so viel Achtsamkeit habe ich nur auch noch gerade, dass ich wenigstens mir dieser blödsinnigen Gedanken bewusst bin. Ja, jetzt zu versuchen, da irgendwas dran zu machen. Jetzt irgendwie zu versuchen, diese Zahnschmerzen aufzuheben, wegzumachen. Weil es ist ja schließlich mein Recht, keine Zahnschmerzen zu haben. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Alleine die Tatsache, dass ich geboren bin, heißt, dass Zahnschmerzen mit in dem Paket drin sind. Aber anstatt diese Zahnschmerzen jetzt irgendwie Zahnschmerzen sein zu lassen, mache ich die halt zu meinen Zahnschmerzen. Und wenn das meine Zahnschmerzen sind, dann muss ich da was dran tun, dass die irgendwann mal wieder aufhören. So. Ja, und das machen wir halt alle. Medico ist die letzten, was weiß ich, 5, 6 Wochen irgendwie dabei. Ich denke mittlerweile an die 10.000 Euro reingeflossen in irgendwelche fachspezifischen Ärzte, die den irgendwie auf links gedreht haben, um rauszufinden, was denn nun ja mit ihm nicht in Ordnung ist. Aber eigentlich ist ja alles in Ordnung. Er ist krank. Ist völlig in Ordnung. Aber ich kenne echt nur wenige, die wirklich diese Fähigkeit haben oder diesen Mut haben, zu sagen, ja, komm, krank, okay. Ich jetzt sterbe, ist okay. Oder zumindestens diese Krankheit wirklich dazu zu benutzen. Ich meine, ich denke und hoffe und nehme auch an, dass Acha Medico die dazu benutzt hat, ja eben die Hoffnungslosigkeit in diesem Körper zu kontemplieren. Und doch, wenn wir die Möglichkeit haben, was zu tun, sind wir eher gewillt, was zu tun, um die Krankheit zu beheben, als was zu tun, um diese Krankheit zu verstehen. Und genau da ist das Problem. So, der Buddha hat gesagt, jeder normale Mensch, der Leiden empfindet, reagiert mit Begierde nach irgendeiner Form von sinnlichem Vergnügen. Wenn es irgendwo drückt, wenn es irgendwo wehtut, versuchen wir irgendwas zu machen, was uns ein besseres Gefühl vermittelt. Das ist die ganz normale Reaktion. Macht jeder. Irgendwo, wenn ich irgendwie Zahnschmerzen habe, dann kann ich mir irgendwie die Kopfhörer aufsetzen oder irgendwas machen, um mich abzulenken. Das ist einfacher, als mich da hinzusetzen und mir die Zahnschmerzen anzugucken. Und so ist es bei jeder Krankheit. Oder beim Altwerden. Also diese Illusion, dieser Jugendrausch. So diese Illusion, ich bin jetzt 48, allein die Zahl, die ist irgendwie ein Horror. 48. Ist echt, ist grausam. Allein die Zahl auszusprechen ist grausam. Er tut richtig weh. Dann guckst du dir irgendwie deinen Körper an und der Körper, der hat noch genauso Bock auf 16, 17, 18, 19-jährige Mädchen, wie er irgendwie vor, was weiß ich, 25, 30 Jahren hatte. Oder so. So der Wunsch, immer noch der hübsche junge Mann zu sein, der ja alles kann und ganz toll aussieht und auf den die jungen Mädels stehen, irgendwie, der ist da drin, in diesem Geist, der ist da drin verankert. Und diese Illusion, die bleibt. Der Trieb, die Sucht nach sinnlicher Befriedigung in der Welt des Schönen, des Angenehmen, des Lieblichen, der ist einfach da. Und jede Realisierung, dass das irgendwann mal nicht so ist oder nicht mehr so ist, wird erstmal
ausgeblendet. Es ist faszinierend zu beobachten, so die Power, die dahinter steckt, sich dieser Illusion hinzugeben. Und selbst wenn ich das jetzt so zum Ausdruck bringe, in einem Vortrag, wie jetzt, ich weiß darum, aber dieses Wissen ist ein Dreck wert, weil das einfach nur gelerntes Wissen ist. Und gelerntes Wissen bringt uns nicht so viel weiter. Auswendig gelerntes Wissen bringt uns nicht weiter. Buchwissen bringt uns nicht weiter. Wir können studieren und lernen und all diese tollen Sachen auswendig lernen, aber das bringt uns kein Stück weiter. Wenn es uns an den Kragen geht, kommen die gleichen Mechanismen durch, die da seit unzähligen Leben durchkommen. Diese Muster, die sind einfach drin. Und dagegen anzukommen, dagegen was zu unternehmen, die zu überwinden und die loszulassen, ja, ist ganz schön schwierig. Und das schaffen halt die wenigsten. Also wenn selbst, so der Buddha hat diese Gipfel, wie gesagt, 5 oder 7 Pferde, den er gesagt hat, irgendjemand hört, dass da hinten irgendwo in einem Dorf irgendwo jemand gestorben ist, und das clevere Pferd kriegt sofort die Panik, oder ist genau der clevere Mensch in dem Fall, also bei dem Pferd des Gleichnisses halt diese Peitsche. Ja, das Pferd, das braucht nur den Schatten von der Peitsche, von dem Reiter zu sehen, und dann ist es sofort bereit, pariert es sofort und macht sofort alles richtig. Ein Pferd, was ein bisschen dümmer ist, das muss die Peitsche sehen. Ein Pferd, was noch ein bisschen dümmer ist, brauchst du nur mal so eben mit der Peitsche, nur die einmal so die Peitsche an den Hals anzulegen, und dann legt es los. Und wenn das Pferd noch ein bisschen döver ist, dann musst du schon mal einmal gut zuschlagen. Ja, und dann pariert's. Ja, und dann gibt's Pferde, die musst du echt prügeln. Und dann gibt's Pferde, die kannst du einfach nur noch schlachten. Die blicken es überhaupt nicht mehr. Die kannst du tot prügeln und da passiert nichts. Und der Gleichnis ist halt jemand, der hört, da irgendwo ist jemand gestorben. Dann denkt er, boah, da hinten ist jemand gestorben, so wie der, so ich werde auch sterben. Also muss ich irgendwas tun, um diesem Sterben zu entkommen. Und bei dem etwas dümmeren muss es irgendwo einer aus der Verwandtschaft sein. Bei dem anderen, der noch ein bisschen schwächer vom Begriff ist, der muss es irgendwie ein Geliebter sein. Und dem, der noch ein bisschen dümmer ist, muss es erstmal selber an den Kragen gehen. Und dann gibt es eben solche, die das auch nicht begreifen, wenn es ihnen selber an den Kragen geht. So selbst wenn es uns schlecht geht, oder wenn wir im Sterben liegen, wenn wir krank werden, da sind wir immer noch gewillt, irgendwas zu tun oder krampfhaft zu versuchen, dieser Krankheit irgendwie zu entkommen, oder geben uns bis zum Ende der Illusion hin, dass wir vielleicht doch nicht sterben müssen. Und das ist echt ein Dilemma. Ja, aber selbst so Sachen, selbst so dieser Aspekt der Vergänglichkeit, also ich letztlich irgendwann, also ab und zu sieht man mal so Zeitungen oder hier in einer Feuerkammer, ich lese eigentlich keine Zeitungen, aber da sind dann mal Bilder drin von irgendwelchen Schauspielern oder Schauspielerinnen, und letztlich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war das? Ich glaube Sharon Stone. Kennt ihr Sharon Stone? Die gibt's ja. Kennt ihr die noch so aus den 80ern, 90ern? War irgend so ein Film, der ziemlich bekannt war, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Naja, auf jeden Fall hat sie da irgendwie alle um ihren kleinen Finger gewickelt. Naja, und jetzt habe ich ein Bild von ihr gesehen, habe ich echt gedacht, oh Mann, kann nicht sein. Oder, also, ja, und dann guckst du dich irgendwie selber im Spiegel an und letztlich irgendwann meinen Baisutti. Kennt ihr eigentlich mein Baisutti-Bild? Muss ich euch unbedingt mal zeigen. Das ist mein Bild von meiner Ordination. Kennt ihr das? Muss ich euch zum Spaß mal zeigen. Habe ich das dabei? Ne, habe ich jetzt in meiner Kutti, sonst würde ich das mal rausholen. Naja, ist echt wie Hollywood, ne? Echt so ein Hollywood-Bild, ne? Also wirklich da. Also. Da war ich echt so stolz auf das Bild. War lustig, weil zu der Zeit war dann gerade so die Phase, wo die den jungen Novizen oder Mönchen so
wie sagt man so, das sind dann so fertige, wie aus Pappe, so eine Robe aus Pappe. Die kriegst du dann davor nur vorgehalten, weil die ist dann wirklich, da ist dann jede Falte ist da wirklich ganz super gelegt. Ne? Sieht ganz toll aus. Sieht eigentlich aus, wie als wenn du vom Mars kämst oder so. Ne? So ein Captain Kirk-Uniform oder so. Also ganz völlig adrett irgendwie die Rolle irgendwie so. Ne? Dann kriegst du wirklich so ein Cardboard-Cutout, den du so vor den Hals kriegst. Und dann machen die das Foto von dir. Und die meisten haben dann zu meiner Zeit dann auch diese Cardboard-Cutouts benutzt für ihren Mönchsausweis. Und ich habe darauf bestanden, das Ding. Ich habe gesagt, damit fotografiere ich mich nicht. Und ich hatte damals meine erste Robe, das war auch eine echte Gänkenun-Robe, so mit Jackfruit gefärbt und so. Ja, ich stand selber irgendwie so ganz cool versucht anzuschmeißen und so. Und habe gesagt, komm, hier, das reicht. Und so. Ja, ist eigentlich ein klasse Foto geworden. Aber das Foto, das gucke ich mir heute ab und zu mal an. Ja, und dann so im Vergleich. Aber die Illusion, ne, dass du immer noch die gleiche Person bist. Du identifizierst dich immer noch, ne, mit diesem jugendlichen, wie alt war ich damals, so einen 20-jährigen Knaben. Ja. Und ja, und die Tatsache ist halt, ne, so Knochen fangen an weh zu tun. Bist mittlerweile fast 50. Ne? Rückenschmerzen, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Knieschmerzen. Was weiß ich, Herzschmerz habe ich zum Glück lange nicht gehabt, aber. Ja, und das wirklich zu benutzen, ja, so wie der Buddha das gesagt hat, dass man wirklich damit verweilt in der Gegenwart. Ja, so dieses Verweilen in der Gegenwart mit den Umständen, so wie sie jetzt aktuell sind. Und sich das wirklich mal anzugucken. Ja, statt ständig irgendwie in diese Vergangenheit, in dieser Vergangenheit zu schwelgen oder irgendwelche Hoffnungen in die Zukunft zu projizieren, die ja völlig unrealistisch sind. Irgendwann fallen wir halt auseinander. Und ja, in der Mitte von diesen Unannehmlichkeiten unseres Daseins, inmitten dieser Vergänglichkeit, dieses Leidens, dieser Leidhaftigkeit und dieser völlige Unfähigkeit, irgendwas daran zu ändern. Diese Hilflosigkeit, das irgendwie kontrollieren zu können. Wie kann man da ja sich mit anfreunden? Auf eine Weise, weil man kann ja nur mit einer Sache verweilen, die man irgendwo akzeptiert hat. So, weil wenn ich eine Sache nicht akzeptiere, dann ist die Tendenz immer davor wegzurennen. Dann ist immer die Tendenz, irgendwo anders hinzugucken oder zu versuchen, irgendwas zu machen, um den Umstand zu verändern. Und so bleibt diese Rastlosigkeit ständig da, das ständige Bewegen des Körpers, weg von unangenehmen Empfindungen hin zu, ach, jetzt ist wieder ein bisschen besser. Ständig zu versuchen, das heißt ja nicht, dass wir uns irgendwie quälen sollen. Ja, und irgendwie extra Schmerzen produzieren. Wir brauchen keine Schmerzen zu produzieren, wir haben genug Schmerzen. Ne? Nur wir gucken uns nicht an. Ne? Wir lenken uns ständig ab. Ja? Und das ist, ja, das ist eigentlich, ja, ist eigentlich unwürdig für jemanden, der sich als praktizierenden Buddhisten versteht. Oder überhaupt als praktizierenden Spiritualisten, das jetzt nun irgendwie in jeder anderen Religion oder mystischen oder spirituellen Praxis ist der gleiche. Und es geht ja auch nicht darum, diese Dinge einfach nur zu erdulden und zu ertragen. So, wenn es einfach nur darum ginge, jetzt die Zähne zusammenzubeißen, wobei im Moment kann ich meine nicht zusammenbeißen, das tut richtig weh, dann ist auch noch mal eine andere Methode, aber das ist auch nicht die buddhistische Methode. Denn der Buddha hat nicht gesagt, wir sollen einfach nur erdulden und ertragen, sondern wir sollen hingucken und verstehen. Wir sollen diesen Umstand der Vergänglichkeit, diesen Umstand der Leidhaftigkeit, diesen Umstand dieses Nicht-Selbst, dieser Unfähigkeit, die Dinge zu kontrollieren, oder den Umstand der Krankheit, den Umstand des Todes, diese Dinge zu verstehen.
Und wie können wir die verstehen, wenn wir uns die nicht richtig angucken oder nicht gewillt sind, richtig hinzugucken? Und ich meine, ich bin auch genau so ein Schlappschwanz irgendwo wie alle anderen auch. Also ich bin da auch nicht derjenige, der da die unheimliche Fähigkeit hat, das wirklich zu nutzen. So diese großen Krieger aus der Waldtradition, so jemand wie Lung Po La, der irgendwie, ich glaube, drei oder vier extreme Krankheiten hatte. Und er hat sie als seine Schätze betrachtet, weil die ihm wirklich das Dhamma gelehrt haben, haben ihm die Wahrheit gelehrt. Er hat diese Krankheiten dazu benutzt, um Krankheit zu verstehen, als das, was es wirklich ist, nämlich die Natur unseres Daseins ist, krank zu sein. Die Natur unseres Daseins ist, zu sterben. Die Natur unseres Daseins ist, dass nichts so bleibt, wie es ist, sondern sich verändert. Und zwar nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Und es wäre natürlich auch alles fürchterlich pessimistisch, wenn das jetzt irgendwie nicht von dem Buddha käme, der ja schließlich auch gesagt hat, den Weg da raus gibt. So, wenn man jetzt so fatalistisch sagen müsste, ja, ist alles vergänglich, leidhaft, nicht selbst. Aber es bringt ja noch nicht mal was, wenn wir uns einen Strick nehmen oder uns erschießen. Es geht ja weiter. Das ist ja das eigentlich Tragische. Das Tragischste ist, dass in unserer heutigen buddhistischen Welt die Wiedergeburt mittlerweile auch als nicht real dargestellt wird. Es ist unglaublich, aber es scheint wirklich so. Ich meine, ich weiß das nur von Leuten, die mir erzählen, weil ich interessiere mich nicht für die buddhistische Welt. Buddhistische Welt finde ich total langweilig und deprimierend und erbärmlich. Aber die Leute, den letzten Trend an mich herantragen, die erzählen mir, dass Leute wirklich kackfrech behaupten, es gibt keine Wiedergeburt. Obwohl der Buddha das in jeder zweiten Lehrrede gesagt hat. Und das ist ja auch das Einzige, was wirklich Sinn macht. Weil, wenn das wirklich mit einem Leben alles vorbei wäre, bräuchten wir uns irgendwie keine Sorgen machen. Und das ist ja der Tragische. Uns geht eigentlich verhältnismäßig viel zu gut. Und das hört sich natürlich dann auch wieder dramatisch an. Aber wie können wir denn, weil auf der einen Seite ist es ja nun mal wirklich so, dass man eine gewisse angenehme Lebensweise oder Überlebensweise braucht, um sich überhaupt existenzielle Gedanken machen zu können. Ich meine, jemand, der wirklich nur von der Hand in den Mund lebt, der sich den ganzen Tag darum sorgen muss, seine Familie zu ernähren, und überhaupt gar keine Freizeit und keinen Freiraum hat, der wird sich über solche Sachen überhaupt keine Gedanken machen können. Man braucht ja schon einen gewissen gesicherten Lebenswandel, um sich überhaupt die Muße leisten zu können, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Aber dann kommt natürlich die andere Seite der Medaille, ist ja gut, wenn es mir gut geht, warum soll ich mir dann Gedanken machen? So, weil eigentlich machen die Leute sich ja nur Gedanken, wenn es weh tut. Aber wenn es zu weh tut, dann können sie sich auch keine Gedanken machen. Ja, das heißt so, ja, wo stehen wir denn da jetzt irgendwo? Geht es uns zu gut? Geht es uns zu schlecht? Haben wir die Möglichkeit, diese Dinge wirklich zu ergründen? Weil es geht ja darum, darüber hinauszugehen. Es geht ja darum, Befreiung zu erreichen. Befreiung innerhalb dieser bedingten Daseinssphäre ist halt eben nun mal nicht möglich. Das hat der Buddha halt gesagt. Es gibt keine Existenzform, die perfekt ist. Und von daher kann es auch nicht angehen, dass wir versuchen, innerhalb unseres Daseins irgendeine perfekte Form zu finden. Und deshalb geht ja auch das andere Extrem dann in die Richtung, die Leute sagen, naja gut, ich kann eh nichts perfektionieren, also ne, kann ich mich gehen lassen wie ein Hans Wurst
Und na, gucken, dass ich irgendwie so viel wie möglich da aus dem Ganzen für mich rausziehe. Und am Ende ist alles vorbei. Also der typische hedonistische Weg, damit umzugehen. Und deshalb, dieser mittlere Weg, von dem der Buddha da gesprochen hat, ist ja auch nicht der gleiche für jeden. Das heißt, je mehr Weisheit ich schon mitgebracht habe in dieses Leben, umso weniger extreme Umstände muss ich eigentlich vorfinden, um gewillt zu sein, diese Umstände zu kontemplieren. Also wenn ich mit ein bisschen Weisheit in diese Welt komme, dann reicht es vielleicht, wenn mir der Reiter einmal die Peitsche gibt. Ja, aber ich habe halt festgestellt, das reicht für mich eben nicht. Weil ich habe schon einige Peitschenhiebe gekriegt. Ich war auch schon mal kurz vorm Sterben. Also wirklich zu einem Zustand, wo ich gedacht habe, jetzt ist vorbei. Und in dem Moment war ich dann eigentlich zu meiner Überraschung auch, ja, bin ich, glaube ich, mit der Situation für meine damaligen Umstände ganz gut umgegangen. Aber es ging halt nicht tief genug, weil in dem Moment, wo dann diese Periode dieser Krankheit wieder vorbei war, ja, war die Not halt nicht mehr da. So, das heißt, dieses Beständige, ne, wenn man sich so die Biografien der großen Meister anschaut, ne, wie die wirklich beständig diese Dinge betrachtet und kontempliert haben, also diese Beständigkeit, die verliert sich halt irgendwo. Dann kommen wieder irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Pflichten, irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge, die dann wichtig werden. Und dann verlieren eigentlich diese existenziellen Dinge wieder ihren Stellenwert. Ja, und dann passiert halt wieder irgendwo ein Drama, und dann wird man wieder wachgerüttelt. Und dann praktiziert man wieder ein bisschen mehr, schaut ein bisschen genauer hin und kommt vielleicht wieder ein Stückchen der Sache näher. Ja, und so ist das irgendwo, sind halt diese Zyklen, diese kompromisslose Beständigkeit, diese Dinge wirklich anzuschauen und zu kontemplieren, um schnell tiefe Einsicht in die Natur unseres Daseins zu gewinnen, eigentlich ist halt für die wenigsten Leute gegeben. Naja, und ich versuche dann halt, wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn es irgendwo drückt und ich bin achtsam genug zu bemerken, dass ich mich jetzt gerade wieder versuche abzulenken, auf welche Weise auch immer. Es gibt auch sehr viele heilsame Arten und Weisen, uns abzulenken, so ist das nun mal nicht. Na, dann mich zu versuchen zurückzunehmen, zu sagen, nee, jetzt schau dir doch mal an, guck doch mal hin. Du brauchst jetzt nichts anderes zu machen. Du kannst jetzt einfach mal hier in diesem Moment mit dem sein, was da jetzt ist. Du brauchst nichts anderes zu machen. Du brauchst es auch nicht zu versuchen zu verändern. Das ist okay, dass das so ist. Das annehmen, das akzeptieren und gewillt sein, hinzuschauen und zu sehen, ja, warum ist denn das ein Problem? Weil darum geht es ja eigentlich. Wir erachten ja Vergänglichkeit als ein Problem. Wir erachten ja Leiden als ein Problem. Wir erachten ja die Tatsache, dass wir die Dinge nicht kontrollieren können, als ein Problem, was wir irgendwie beheben müssen. Aber der Buddha sagt, die Tatsache ist, dass du die Dinge nicht beheben kannst, weil das eben die Natur der Dinge ist, dass die sich verändern, dass die alt werden, dass die krank werden und dass die irgendwann sterben. Und jeder, der versucht, dagegen anzugehen, wird immer nur Frustration ernten. Und nur jemand, der das annehmen kann und sich das anschauen kann und beginnen kann, das zu hinterfragen, warum ich denn jetzt diese Dinge anders haben will, als sie sind, der wird irgendwann diese Einsicht in diese Dinge bekommen, nämlich die Tatsache, dass wir da gar nichts dran ändern brauchen. Nichts dran ändern können, ist ja die eine Sache, aber auch nichts ändern brauchen. Ist okay. Aber es ist nur okay, wenn es nicht meins ist. Und da ist das Problem.
Problem ist, dass das meins ist. Das ist mein Körper. Das sind meine Gefühle. Das sind meine Gedanken. Das ist meine Krankheit. Das ist mein Alter, mein Sterben, mein Tod. Und deshalb können wir ja auch nur, indem wir das Todlose finden, diesem Tod entkommen. So dieser Chan, ich bin dem Altern unterworfen, ich bin der Krankheit unterworfen, ich bin dem Tode unterworfen, ich bin dem Alter nicht entgangen, ich bin der Krankheit nicht entgangen, ich bin dem Tode nicht entgangen. Ja, das hört sich ja erstmal so an, als wenn es da keine Lösung gäbe. Aber eigentlich steckt da die Lösung drin, weil der Buddha eben sagt, es gibt das Alterlose, es gibt das Unveränderliche, es gibt das Todlose. Es gibt das Unbedingte. Und deshalb ist ja erst der erste Einblick für den Strom eingetreten in dieses Todlose, der dann wenigstens mal für einen ganz kurzen Moment sieht, bricht diese Welt erst zusammen. Jeder, der dieses Todlose nicht wenigstens einmal in der Tiefe seines Herzens, in der Tiefe des Geistes erkannt hat, der bleibt dem Alter, der Krankheit, dem Tode unterworfen. Erst wenn ich weiß, dass es etwas gibt, was nicht stirbt, was nicht altert, was nicht krank wird, was weder geboren ist, noch stirbt, erst dann habe ich eine Perspektive. Und vorher nicht. Vorher kann ich diese Dinge aus Vertrauen annehmen und ich habe immer nur die Möglichkeit, mir die bedingten Phänomene anzuschauen, weil unbedingt kann ich mir ja noch nicht anschauen. Das kenne ich ja noch nicht. Und das ist ja das Problem. Das heißt, ich muss mir die bedingten Phänomene wie Alter, Krankheit und Tod angucken, um sie zu durchschauen, um zu sehen, wo die ihren Ursprung haben, wo die ihre Quelle haben, wo die herkommen, um dann der Todlose zu erkennen und zu begreifen und zu verwirklichen. Und deshalb ist das ja so schwierig. Das heißt, wir können ja nicht mal irgendwo da aus dem Fenster gucken und uns das Todlose mal angucken. Das Fenster ist zu. Das ist zugemauert. Müssen wir erstmal durchbrechen, indem wir uns die Dinge angucken, die da sind. Nämlich Alter, Krankheit, Tod. Mein Alter, meine Krankheit, mein Tod. Und so schwierig wie das scheint, es ist zu machen. Ich meine, das ist ja die gute Nachricht. Es ist zu machen. Und deshalb müssen wir halt da an irgendwelchen Punkten versuchen anzusetzen oder anzufangen, wo wir den Mut dazu haben. Wo wir uns einer Situation wo wir gewillt sind, uns mit einer Sache zu befassen, mit einer Sache auseinanderzusetzen, uns eine Sache anzuschauen, die Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, nicht selbst, in welcher Form auch immer repräsentiert, um einfach mal damit zu sein. Weil in dem Moment, wo wir mit so einem Umstand in der Gegenwart verweilen, so wie ich immer sage, jetzt ist gut, now ist gut, jetzt ist gut, wenn wir wirklich jetzt mit einer Sache sind, dann geht der Geist nach innen. Der Geist weilt mit dieser Sache in der Gegenwart, aber dadurch, dass der Geist mit einem bedingten Umstand in der Gegenwart verweilt, hat er auch die Möglichkeit, sich nach innen zu sich selbst zu kehren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie rüberkommt, aber das Problem, warum der Geist nicht nach innen kommt, ist ja, weil er immer nach außen guckt oder immer wieder von einer zur anderen Sache springt. Wenn wir mit einer Sache wirklich verweilen, lange genug, und deshalb ist ja auch die Waldtradition vielmehr eine, die darauf hinweist, wie wichtig die Kontemplation ist, weil das heißt ja Kontemplation. Kontemplation heißt ja nicht denken. Kontemplation heißt ja nicht irgendwie deinen Gedanken freien Lauf lassen. Kontemplation heißt, mit einem Umstand in der Gegenwart so lange zu verweilen,
bis ich in diesen Umstand hineinschauen kann und bis der Geist durch diesen Umstand durch in sich selbst hineinschauen kann. Das heißt, der Umstand löst sich irgendwann auf. Aber dadurch, dass er sich auflöst, wird er auch verstanden. Der Geist, der in sich selber kehrt, indem er mit so einer Sache in der Gegenwart verweilt, ist ein Geist, der kontempliert, der Weisheit entwickelt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Samatha-Objekt nehmen, wie den Atem oder ein Mantra, ist das eine Sache, ist das eine Möglichkeit, den Geist nach innen zu richten. Aber wenn wir mit einem Objekt der Kontemplation in der Gegenwart verweilen, ob das ein Körperaspekt ist, ob das ein Körperorgan ist, ob das ein Aspekt der vier Elemente im Körper sind, ob das ein bestimmter Krankheitsaspekt ist, ob das der Umstand des Todes ist. Das sind ja alles Objekte, die der Buddha als Meditationsobjekte uns gibt, indem wir eben damit in der Gegenwart verweilen und uns die genau anschauen. Dieses genaue Hinschauen, dieses Annehmen, dieses Akzeptierens, dieses Hingucken, Hinschauen führt dazu, dass wir diesen Umstand durchschauen und indem wir ihn durchschauen, kehrt der Geist Ham. Ein einziges fränkisches Wort, was ich heute Abend für euch übrig habe. Mehr kriegt er nicht. Ja, aber ist so. Ja? Es ist ja, es ist faszinierend. Ich habe letztlich mit, da war letztlich ein junges Mädel hier, die mit Halluzinogenen experimentiert, ein, zwei Mal im Jahr. Ja? Und das war so, ist so lustig, weil Leute, die mit solchen Sachen arbeiten, die kennen das. Die kennen diese Fähigkeit, in der Gegenwart mit einer Sache zu verweilen, weil es auf unter diesen Substanzen einfach ist. Du kannst, das ist einfach ein Effekt dieser Substanzen, dass der Geist konzentriert in der Gegenwart bleibt. Den schmeißt nichts außer Ruhe. Und deshalb kann das ja auch positiv und negativ, kann ja auch in jede Richtung gehen. Wenn der Geist in negative Richtung geht, die Leute auf den Horror kommen, dann kommen die da auch erstmal nicht runter, ne? Weil der Geist ist der frisst sich in diese Dinge hinein. Ne? Aber der kann sie auch genauso gut in diese angenehmen Dinge hineinfressen. Aber der bleibt einfach positioniert in der Gegenwart. Ne? Während unser Geist, wenn wir versuchen, uns irgendetwas anzugucken, ja, boah, ist unglaublich schwer. Selbst einfach nur da zu sitzen und den Atem zu beobachten. Wenn wir nicht gerade einen guten Tag haben, dann ist der Atem unheimlich schwer, alleine im Geist zu halten. Und ich meine, die Leute, die mehr zur kontemplativen, also die mehr einen kontemplativen Charakter haben, ja, die haben es vielleicht leichter. Während andere Leute, die müssen halt, ne, erstmal jahrelang versuchen, den Geist überhaupt über ein Samatha-Objekt, über sowas wie den Atem oder ein Mantra, ne, zu sammeln, bis er überhaupt erstmal genug Kraft hat, sich eine Sache lange genug anzugucken, um da wirklich hineinzugucken in diese Sache. Um diese Sache wirklich zu durchschauen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Einsicht haben, in die Sache durchschauen. So ein Umstand wie, ja, Tod. Was ist Tod? Jemand, der ein bisschen Fantasie hat und in der Lage ist, diesen kontemplativen Charakter hat, der kann sich das ausmalen, wie das ist. Der kann sich wirklich in die Lage versetzen, jetzt zu sterben. Hat das gemacht. Hat sich jeden Abend hingelegt und hat gesagt, okay, ist jetzt mein letzter Abend. Morgen früh wache ich nicht mehr auf. Hat sich also so klar, bewusst vor Augen geführt, dass mit dem Einschlafen an diesem Abend sein Tod kommt. Dass für ihn der letzte Abend ist. Und jedes Mal, wenn er morgens wach geworden ist,
war er so froh, weil er noch gelebt hat und hat dann, ne, umso mehr Energie da reingesteckt, wieder einen Tag mehr zu haben, um zu sterben. Ist faszinierend. Als ich halt gehört habe, wow. Ich mit meinen Kindergartenanstrengungen, ne, Todeskontemplation, selbst als ich in den doofen Sarg da in der Regenzeit geschlafen habe, ja, das ist einfach nicht reingerutscht. Ja, das ist einfach nicht, das ist, also ich glaube, die Male, wo der Geist wirklich losgelassen hat, ja, unter dem, also in dem Bewusstsein, jetzt sterbe ich, jetzt ist vorbei, das ist jetzt der Tod. Das waren echt nur zwei, drei Mal, vielleicht vier Mal, weiß ich nicht. Klar, kommt ja schon irgendwo näher oder so, ne? Aber so, der Geist wirklich losgelassen hat. Ja? Und es war eigentlich immer unter extremen Umständen. Ja? Also es war eigentlich immer, dass mir die äußeren Umstände geholfen haben, aber dass ich es wirklich aus mir selber heraus geschafft habe, mir das so leibhaft, lebhaft vorzustellen, habe ich nie geschafft. Also ich brauchte immer entweder einen unglaublichen Sturm da damals in Bagla, wo ich da in dieser Strohhütte saß, oder ja, wirklich eine Krankheit, die irgendwie extrem war, oder das Mal, wo ich da mit Glauersalz Odit habe. Das war ziemlich nah. Das war schon wow, ja. Meine Tatsache ist ja, die Zeichen sind ja da. Die ganze Zeit um uns herum. Und dieses Opa Naiko, das wir ja auch jeden Abend chanten, nach innen bringen. Also, ich glaube, jetzt chanten, was chanten wir? Führt hinüber oder irgendwas, ne? Genau. Opa Naiko, also nach meinem besten Dafürhalten heißt das eigentlich nach innen führend. Aber es ist halt auch, was der Buddha immer wieder sagt, wir müssen die äußeren Dinge nach innen bringen. Es ist okay, sich die Vergänglichkeit eines Baumes anzuschauen, ne? Oder die Vergänglichkeit in der Natur. Lhunpa Cha, Achan Cha, ich meine, die haben ja alle im Wald gelebt. Das waren ja Waldmeister. Ja, die haben ja im Wald gelebt. Und die haben natürlich die Umstände, die sie im Wald vorgefunden haben. Ne? Da sind ja auch Tiere gestorben. Ne? Das waren ja einfach, wenn du in der Natur lebst. Dann bist du ja an Alter, Krankheit und Tod sowieso viel näher dran, als wenn du jetzt irgendwo in der Stadt, in irgendeinem Haus lebst. Und so haben gerade so Mönche wie Lhunpa Cha, Achan Cha ja auch diese Dinge sich genommen, aber dann, um die nach innen zu führen, nach innen zu bringen, zum eigenen Herzen reinzuführen. Das heißt, ich benutze den äußeren Umstand, aber die Reflexion ist halt eben so wie das, so ich. So wie da, so hier. Da muss man irgendwo versuchen, sich die geschickten Mittel zu finden, wie das für einen selber funktioniert, dass man die Vergänglichkeit, die man ja entweder um sich herum sieht, oder das Alter, das Leiden, die Ichlosigkeit, den Tod, den man um sich herum sieht, dazu zu benutzen, nach innen zu bringen. Wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, Leichen zu kontemplieren. Es ist unheimlich schwer in Deutschland, selbst eine Autopsie, die Genehmigung zu bekommen, sich eine Autopsie anzuschauen in Deutschland, ist unheimlich schwer, deshalb habe ich es auch nie versucht. Aber in Thailand ist es gang und gäbe, oder war es gang und gäbe, zu meiner Zeit jedenfalls. Mittlerweile gibt es da auch mittlerweile strengere Bestimmungen, aber du konntest als Mönch jeden Montag da im Polizeikrankenhaus auftauchen. Also gerade nach dem Wochenende, da hatten die da, weiß ich, 15, 20 Leichen, komplettes Sortiment von Leuten, die erstochen, erschossen worden sind, Autounfälle, ertrunken, aufgehangen, vom Gebäude gesprungen, alles sämtliche Variationen. Und ja, und das war schon, ja, eine gute Gelegenheit, mit dieser Sache zu sein. Alleine der Geruch. Nicht jetzt mal, nicht mal so sehr, nicht mal unbedingt nur der Verwesungsgeruch. Ich meine, es gibt nichts Widerlicheres als den Verwesungsgeruch. Also ich kenne keinen Geruch,
in dieser Welt, der widerwärtiger ist als Verwesungsgeruch. Aber nicht mal jetzt der, sondern alleine der Geruch, also dieser penetrante Geruch von einer aufgeschnittenen Leiche, die noch, selbst einer frischen Leiche, er ist einfach widerlich. So zunächst mal. Und dann kommst du da rein in diesen Raum und dieser Gestank in dem Raum, der ist so penetrant, weil das ja auch gemischt, ne, verschiedene Gerüche. Und dann kostet erstmal eine unheimliche Überwindung, überhaupt erstmal das anzunehmen. Also erstmal diese Überwindung, ne, also die Details, wenn die das machen, die haben immer so ein kleines Pülleken, irgendwelche, die stellen ja da auf diese Riechöle, ne? Die machen immer ihre Riechöle an ihre Nase und dann riechen sie sowieso nur Pfefferminz oder Lavendel oder keine Ahnung, was sie da gerade irgendwie Tolles in ihrem Fläschchen haben. Aber da hab ich halt gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Weil das kann ich auch. Ne? Das brauche ich nicht. Wenn ich schon jetzt irgendwie hier mir Leichen angucke, dann auch das komplette Programm. Ne? Und da bist du echt kurz vorm Kotzen erstmal. Ne? Also da brauchst du echt eine gute Viertelstunde, um dass der Körper erstmal so sich damit anfreundet. Ne? Ja, und dann hast du dich damit angefreundet und dann hast du schon wieder die nächste Hürde. Dann musst du irgendwo gucken, ja, wie bringe ich das jetzt nach innen? Weil das bin ich ja nicht, der da auf dem Rost liegt. Das ist ja nur jemand, den ich gar nicht kenne. Das sind eigentlich so die überraschenden kleinen Sachen, die dann letztendlich hängen bleiben. Ich kann mich jetzt erinnern, fällt mir gerade ein, in Sri Lanka. Bin ich in Sri Lanka in Krankenhaus gegangen, habe mir eine Autopsie angeschaut und da war ich auch schon irgendwie ziemlich, weiß nicht, abgehärtet oder so. Das war alles irgendwie okay und es war eigentlich erschreckend okay. Ne? Ähnlich so wie in Indien, weißt du noch, als wir da standen. Ne? Man hätte eigentlich viel tiefer reingehen müssen, als wir die Leichenverbrennung da am Ganges gesehen haben, aber ging einfach nicht tiefer rein. Ne? Und das war war da genauso. Ja, dann war die Autopsie irgendwie vorbei und der Arzt ging irgendwie schon weg. Naja, und ich stand dann so da und war eigentlich so ein bisschen enttäuscht mit mir. Und dann kam er zurück und dann nahm er sein Skalpell und schnitt diesem Mann, war das, ne? Und nahm das Skalpell und schnitt einmal so an dem Oberschenkel entlang. Ne? Also völlig aus dem Blauen heraus. Dann klaffte dieser Oberschenkel so weit auf. Und du sahst diese ganzen Fettschichten, also du sahst wirklich bis auf den Knochen, ne, wie so eine, ja, halt die Farbstruktur, ne, und diese Fettschichten. Und wie das einfach dieser Moment, wie das auseinanderklaffte, das war so überraschend in dem Moment. Und dann dieses Bild, und das ist bis heute mir hängen geblieben, ne. So, was eigentlich da in so einem Bein drin ist. Ne. So, da ist die Haut, dann dieses Fettgewebe und Fleisch und dann die Sehnen siehst du da und Blutadern und dann irgendwo der Knochen und so. Ja, und so kann man sich ja auch dann solche Dinge, an die man sich eben erinnern, also Momente, wo man jetzt irgendeine Form von Tod oder Krankheit oder was auch immer gesehen hat, die wirklich hängen geblieben ist bei uns im Herzen, benutzen, um die im Geist aufrecht zu erhalten. Das heißt, man nimmt ein Bild, woran man sich erinnern kann. Oder ich kann mich erinnern, ist ein Bild von einer, die haben damals auch in Sri Lanka. Da war ein so ein Mönch, der ist dann irgendwann auch verrückt geworden, weil, also der war auch ziemlich crazy. Aber der hat halt sämtliche Leichen, die da in den Dörfern gestorben sind, der hat irgendwie mit den Dörflern einen Deal gemacht hat, die all die ganzen Leichen zu ihm in diese Höhle brachten. Und er lebte also jetzt in dieser Höhle mit sämtlichen Leichen in verschiedenen Verwesungsstadien und hat da kontempliert. Aber der ist halt verrückt geworden. Irgendwann haben sie ihn eingeliefert, glaube ich. Ich weiß nicht genau die Geschichte, wie er zu Ende gegangen ist. Auf jeden Fall, also viele der Bilder, die heute also weltweit auch von Mönchen benutzt werden, von verschiedenen Verwesungszuständen von Leichen kommen halt aus dieser Reihe. Und da war ein junges Mädchen, was sie da reingebracht haben. Und da ist ein bestimmter Stadium, wo dieser Bauch so aufgebläht war. Also du siehst den Körper so auf dem Rücken liegen. Ne? Du siehst auch die Geschlechtsteile und die Brüste. Aber da ist dieses Kuriose daran, ist halt eben dieser dicke aufgeblähte Bauch. So also dieses
das ein Bild aus dieser Reihe, was mich immer unheimlich ergriffen hat. So, ne? Das ist auch so ein Bild, was ich in meinem Kopf halt habe. Ja, oder ähnlich wie du mir erzählt hast, ne? Als du den Retreat gemacht hast, wo du auch ein Bild hattest, was dir in Erinnerung blieb. Und so ein Bild dann zu nehmen und dann damit zu verweilen. Damit einfach im Geist zu verweilen, dieses Bild aufrechterhalten und dann den Emotionen oder also die versuchen, das runterzufahren und zu reduzieren. Ne? Dass der Geist einfach mit diesem Umstand in der Gegenwart verweilt, lange genug, um eben halt da irgendeine tiefere Einsicht zu gewinnen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sowas zu kontemplieren. Oder ein anderes Bild, was ich im Kopf hatte, war der Vater von einem Mönch in Australien, der gestorben war. Und weil das der Vater von einem Mönch war, haben wir den bei uns in der Meditationshalle im City Center in Perth in Australien aufgebahrt. Und wir haben eine Woche lang Nachtwache gehalten. Also da waren immer zwei oder drei von uns, die ganze Nacht Nachtwache gehalten haben und also versucht haben, auch zu meditieren und zu kontemplieren, aber auch eben halt, um ihm gute Wünsche zu senden und für seine Wiedergeburt. Und da kann ich mich erinnern, aber auch ein Moment, wo ich mir den angeschaut habe. Und der war halt gespritzt mit Formalin. Ne? Also der verweste halt nicht, war jetzt nicht irgendwie kein Verwesungszustand, war ja auch nicht so gedacht. Aber bei allem guten Formalinspritzen, ne, wenn er eine Woche, ne, das war die heiße Zeit, wenn er eine Woche da irgendwie liegt, da passiert schon was, zumindest innen drin. Ne? Und so sah ich jetzt so das Gesicht, und dann lief nur so aus dem Mundwinkel, ne, saß er dann, wie irgendwelche Flüssigkeiten rausliefen, ne, so aus dem Mundwinkel. So dieses scheinbar perfekt gemalte Gesicht, ne, so von den Leichen, von den Leuten halt schön hergerichtet, ne, mit Formalin und Schminke und wie die das immer so schön machen. Aber es konnte halt nicht die Tatsache verdecken, dass da drinnen irgendwie die Säfte gegoren haben und dass eben dann irgendwie die Suppe aus dem Mundwinkel so rauslief. Ne. Das war auch so ein Bild, weil ich irgendwie so in Erinnerung habe. Ja, man braucht halt irgendein Bild oder irgendeine Erinnerung, wenn man jetzt keinen konkreten Umstand hat, wie jetzt Krankheit oder was auch immer. Da müssen wir uns halt Dinge suchen, die für uns zuträglich sind. Aber es geht wirklich darum, einfach damit zu verweilen. Es ist ja auch nichts, was uns Grauen oder Horror machen sollte. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist zu sehen, das ist die Natur. Alter ist Natur, Krankheit ist Natur, Tod ist Natur. Warum habe ich da ein Problem mit? Wenn ich die Wahrheit gesehen habe, dann habe ich kein Problem. Dann ist Alter, Krankheit und Tod nicht mehr mein Problem, weil ich nicht mehr alt werde, weil ich nicht mehr krank werde, weil ich nicht mehr sterbe, weil ich diesen Körper als vier Elemente, als bedingt entstanden, als Phänomene, natürliche Phänomene sehe, die nicht mein sind, die ich nicht kontrollieren kann. Was anderes ist Befreiung nicht. Der Geist wird befreit, den Körper können wir nicht befreien, der Körper fault weg. Aber wir müssen den Geist erstmal mit diesen Sachen auseinandersetzen, sich mit diesen Dingen auseinandersetzen lassen, im Moment, in der Gegenwart, um dann durch diese Dinge hindurch zu schauen und damit in unser Herz hineinzuschauen, bis der Geist bereit ist, loszulassen von diesen Dingen, die er eben niemals halten kann. Ach, die Liebe habe ich vergessen. Die war noch drin. War die drin? Ja. Ja, wo? Ja, überall. Überall, ja. Mit viel Liebe. Nee, die Immer nur Liebe war vier schon Mal. drin. Und wenn sie auch nur impliziert war. Die Liebe ist der Grund dafür, dass wir nicht befreit sind. Ist unsere Liebe zu Dingen, die nicht liebenswert sind. Wesentlicher Punkt ist wirklich, dieses Schauen, ja, das ist wichtig zum Schauen, je stiller der Geist ist, ne? Je Auf besser jeden da Fall. ist. Ne? Auf jeden Sonst Fall. geht es gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann tut sich das richtig auf. Ja. Ne? Dann geht es richtig. Solange er noch andere Sachen rumtanzt und spuren, Das ist immer nur das ist nur Hauch, oberflächlich. immer nur Ja. oberflächlich. Ich meine, ich bin ja auch eine Schlappschwänzin, ne? Wenn ich an mein letztes Jahr denke, ne? Weil du davon gesagt hast, als ich in einem Schlaganfall war, da dachte ich,
Natürlich habe ich auch gehofft, ich komme da heil raus. Ja, ja. Ich meine, das ist ganz normal, denke ich. Ja, klar. Aber wenn ich die Zeit, ich hatte da ganz viel Zeit und ich habe mir damals Ajahn Chahs Heft, unsere wirkliche Heimat, das habe ich, ich kannte das schon. Aber in der Zeit habe ich das unglaublich langsam gelesen, jeden Tag nur ein paar Sätze und die sind mir ziemlich reingelaufen. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe, ich habe manchmal so ein, wenn ich da sitze, so ein, das geht ganz schnell, aber wenn ich, ich habe keine Ahnung, was ist es, aber ich habe das Gefühl manchmal, ich weiß, das ist nicht meins. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, es ist nicht, also das konnte ich mit meinem Körper schon manchmal so empfinden, das gehört mir nicht, oder? Aber das kann ich nicht beschreiben. Das ist schwer zu beschreiben. Ja. Du brauchst in dem Moment auf der einen Seite dieses Annehmen, aber auf der anderen Seite brauchst du auch irgendwo die Perspektive. Weil es geht ja nur, wenn die Identifikation gebrochen ist oder die Kontinuität gebrochen ist. Diese Ich-Kontinuität, so ich bin dieser Körper, das ist einfach ein fettes Kontinuum. Und das muss halt gebrochen werden. Und dann siehst du, da teilt sich irgendwann. Da ist der Teil, der irgendwie schaut, und da ist das Geschaute. Das ist zwar immer noch nicht die wirklich tiefe Einsicht, aber es ist zumindest der Moment, wo diese Kontinuität gebrochen ist. Mhm. Ne? Und wenn es nur ganz für kurze Zeit ist. Und du siehst, aha, das bin ich nicht. Ne? Das ist also die Kontinuität, das kann ja auch mit Gefühlen sein. Oder das kann ja auch mit Gedanken sein. Ne? Aber das kann ja auch mit dem Körper sein. Gerade so am Anfang ist halt wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen oder gewillt zu sein, hinzuschauen, wenn diese gewohnte Tendenz auftaucht, nach Sinnesvergnügen zu suchen. Wenn es irgendwo drückt, dass wir das sofort merken. Und selbst wenn wir uns an den Sinnesvergnügen hingeben, Stück Kuchen essen, das Kaffee trinken, keine Ahnung, Schläfchen machen, Fernsehen gucken, ist ja okay. So, aber dass wir das zumindest mitkriegen. Und dass wir dann, wenn wir dann mal den Mut haben, ja, und das tut mal weh, oder wenn wir irgendwann mal so ein bisschen mehr Kraft und mehr Mut haben, dass wir dann einfach mal sagen, nein, jetzt nicht. Und dann mal gucken, was passiert. Also ich kenne den Zustand, dass es gar nicht schlimm ist. Genau, ist er auch nicht. Wenn du wirklich damit in der Gegenwart dann vorbei ist, ist auch nicht schlimm. Aber die Angst ist ja erstmal, dass die Angst davor, dass es schlimm ist, ist ja das, was uns davor bewahrt zu machen. Wenn wir dann wirklich einmal gemacht haben, und das ist ja das Schöne an der Praxis, wenn wir einmal gemacht haben, wenn wir uns einmal getraut haben, wenn wir mal in das kalte Wasser einmal reingesprungen sind, dann merken wir, das ist gar nicht so kalt, das ist sogar angenehm. Aber das ist halt den Mut zu haben, sich die Dinge anzuschauen, die wir uns eigentlich gar nicht anschauen wollen. Weil sonst lernen wir ja nichts. Sonst bleiben wir im gewohnten Stecken. Das ist ja sinnlos, da bringt es ja nicht. Kennen wir ja, wo das hinführt. Aber letztendlich hat es mit dem Präsentsein zu tun, ne? Genau. Ja, das ist Präsentsein egal was. So, das ist so das Motto irgendwie. Wenn du so ein innovativer Mensch bist, dann kannst du auch Sachen kreieren. Aber darum geht es gar nicht so. Es geht eigentlich viel mehr darum, wirklich präsent zu sein mit dem, was von Moment zu Moment passiert. Man muss sich nicht irgendwas schaffen oder kreieren. Da ist so viel, was da passiert, wenn du wirklich da hinguckst. Das wird auch immer mehr und immer spannender, je mehr du eigentlich damit verweilst. Das wird ja nicht langweilig, im Gegenteil. Also mein Körper, der macht genug. Ja, bei mir auch. Mein Kontemplationsobjekt habe ich immer bei mir. Genau. Ja. Genug. Dieser Text von der Amber Pali, ne? Jawohl, habe ich eben nur gedacht, soll ich ihn noch runterholen? Habe ich gedacht, komm, schon 100 Mal gehört. Aber der ist klasse. Er ist gut, ne? Und ich hatte das mal, das ist schon bestimmt 10 Jahre her, da war ich mit Michael in der Sauna, ne? Und da war so ein Fitnessstudio dran. Und ich sehe, da waren lauter junge Mädels, die da zum Sport sind. Ich war schon über 40. Und ich sehe mich das erste Mal spielen, denke mir, mein Hintern hängt runter. Ne? Und da war mir das erste Mal klar, ich dachte, was die Alten. Und ich finde es schon, ich habe so ganz viele Altersflecken und ich meine, es wird jeden Tag schlaffer alles. Ja, und ich gucke mir das so an und merke, eigentlich im tiefsten Herzen kratzt es mich nicht. Und es freut mich. Ja, klar.
Und so kann man ja jeden Tag üben, ne? Indem man uns in den Spiegel guckt. Ja, ganz genau. Wenn man jetzt einen sehr unruhigen Geist manchmal hat und der einen dann immer wieder ablenkt, von allem überhaupt im jetzigen Moment zu verweilen, ja. Welche Techniken, klar, Meditation, aber was sind denn dann doch die Klassiker, wo man sagt, okay, man kommt da besser raus? Man muss sich ein Objekt nehmen und das immer im Geiste tragen, als Anker. Du brauchst einen Zufluchtspunkt, einen Anker. Was man so Meditationsobjekt nennt, das ist dein Anker. Und den musst du die ganze Zeit im Geiste behalten. Also du kannst im Geiste ein Wort wiederholen, ja, und das ist wahrscheinlich auch das Einfachste. Ne? Weil alles andere, dafür ist der Geist zu rastlos. Dieses Wissen um das Objekt in der Gegenwart muss kontinuierlich werden. Das ist wie, als wenn du die ganze Zeit im Spiegel vor der Nase durch die Gegend läufst. Deine Gesichtszüge verändern sich, aber der Spiegel bleibt. Und genauso ist das, wenn du im Geist ein Wort wiederholst den ganzen Tag. Du hast diesen Anker, weil du einen Referenzpunkt hast. Der Buddha gibt ein Beispiel, da sechs Tiere. Sechs Tiere, wenn du die anleinst, ein Vogel, ein Krokodil, ein Schakal, ein Hund, ein Affen, ne? Also sechs ganz verschiedene Tiere. Den bindest du allen Strick um den Hals und dann bindest du die Stricke in der Mitte zusammen. So, was passiert? Die drehen durch. Beißen sich? Nee, die haben alle ein bestimmtes Ziel. Das Krokodil will ins Wasser, ne? Der Hund will ins Dorf, der Schakal will aufs Leichenfeld, der Vogel will in die Luft, der Fisch will ins Wasser. Oh, okay. Also sie ziehen alle in verschiedene Richtungen. Ja. Ne? Und letztendlich der Stärkere gewinnt. Das heißt, der am stärksten ist, der zieht alle anderen mit sich, sozusagen. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ne? Aber wir haben Augen, Ohren, Nase, Mund, Körper und Geist. Sechs Sinne. Und die tanzen die ganze Zeit rum. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denken, denken, denken. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denken, denken. Ne? So. Und das ist genau wie diese sechs Tiere, die miteinander verbunden sind. Und der stärkste Sinn, ne? Das heißt, wenn der Geruch richtig stinkt, also alle anderen Sinne sind erstmal unterdrückt, aber der Geruchssinn ist der stärkste. Wenn irgendwas Tolles zu sehen ist, ne, dann ist der Augensinn der stärkste. Wenn du irgendwelche besonderen Gedanken hast, vergisst du alles andere, bist halt in deinen Gedanken. So. Ne, genauso musst du das verstehen. Der Buddha hat gesagt, die einzige Möglichkeit, dem entgegenzugehen, ist, du nimmst die sechs Tiere, die alle angeleint sind, und nimmst einen dicken, eichernen Pfosten und rammst den 4 Meter in die Erde. Und dann bindest du die da an. Dann können die ziehen, so viel die wollen. Egal in welche Richtung. Die können sich austoben und irgendwann, egal wann, wenn sie müde werden, haben sie keine andere Möglichkeit, als sich bei diesem Pfosten niederzulassen. Weil sie gar nicht wegkommen. So. Und dieser Pfosten, das ist der Anker, das ist dein Meditationsobjekt. Das ist dein Referenzpunkt. Und vor dem kannst du das ganze Geschehen beobachten. Später ist der Geist dein eigener Referenzpunkt. Dein Wissen selbst, deine Fähigkeit zu wissen selber. Also der Geist selber ist dein Pfosten. Ja? Aber am Anfang ist der Geist zu schwach. Der Geist springt wie ein Affe im Wald rum. Ja? Das heißt, du brauchst erstmal diesen Pfosten. Ja? Und dieser Pfosten ist dein Meditationsobjekt. Ja? Und je mehr das Meditationsobjekt gepflegt wird, umso mehr pflegst du ja auch deinen Geist. Und irgendwann wird dein eigener Geist zu deiner Zuflucht, zu deinem Referenzpunkt. Das heißt, du weißt ständig um das, was da passiert. Du bist nicht mehr mitgerissen, wie die Tiere, in eine und in die andere Richtung. Aber bis der Geist so stark ist, bis der Geist die Kraft hat, wirklich immer diese neutrale Position einzunehmen, vor der er die ganzen Dinge sich in Bewegung sieht, dauert viel Zeit. Heißt, du brauchst am Anfang erstmal diesen Pfosten, das ist sozusagen ein Hilfsmittel, ein Meditationswort, was du im Geist wiederholst oder deine Körperempfindung oder was auch immer, ist erstmal ein Hilfsmittel, um den Geist in der Gegenwart zu gründen. Und ohne das geht es nicht. Und da musst du dir einfach ein Wort nehmen oder eine Empfindung nehmen oder irgendetwas, von dem du meinst, dass du das beständig von morgens bis abends aufrechterhalten kannst. Und in der formalen Meditation, wenn du meditierst, im Sitzen, sowieso. Aber Meditation ist ja nicht nur
Also wenn du wirklich praktizierst, ist es ja nicht nur was, was du mal eine halbe Stunde am Tag machst, sondern ist ja, wird eigentlich Beständigkeit erfordert, ne? Weil sonst kannst du auch keine Erfolge erwarten. Und das heißt auch nicht, dass dir irgendwelche Dinge abgehen, im Gegenteil. Je mehr du dieses Meditationsobjekt pflegst, umso intensiver und direkter und unmittelbarer erlebst du auch all die Dinge, die du erlebst. Weil du einfach viel präsenter bist, viel mehr in der Gegenwart bist. Darum geht's ja. Oftmals tun wir Dinge in der Gegenwart, sind aber irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Okay? Am Schluss. Arahaṃ sammasambuddho bhagavān Svākkhātu bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Sutipanno bhagavato sāvaka-saṅgho saṅghaṃ namāmi.